Was zum Teufel? Da muss ich ja erst einen kleinen Schluck zwischendurch trinken. Diese komischen Mannequins, die werden uns bestimmt noch behelligen. Da wollen wir es nicht verschreien. Gay, um Granaten zu werfen. Es ist wieder still hier. Ein geiles, lustiges, kleines Mauspad hier. Weiß nicht, ob wir irgendeinen Zeitdruck haben oder schnell sein müssen, weil ich schaue mich halt hier auch ein bisschen um. Und zwar sehr gerne. Munition können wir auch immer gebrauchen. Die nehmen wir lieber mal mit hier. Eine Frage. Panzerung haben wir auch wieder bei uns. Der alte Lulatsch hier ist abgestürzt. Ach, alt war es, Sprinten, ne? Normalerweise ist bei vielen Games, die mittlerweile so modern sind, ja. Sprint auf Shift. Aber hier macht es Zielen auf Shift. Können wir da rein oder können wir hier runter? Man hört die Rotoren des Hubschraubers. B-Auswahl Feuermodus. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Ich komm rauf. Paar Granaten, das heißt, hier wird es sicher gleich wieder einen Schusswechsel geben. Thank you.
Natürlich bin ich unaufhaltsam. Ich bin der legendäre Einzelkämpfer, die Kampfmaschine, wie ein Terminator hier. Schon, wo bist du? Wait, Adam. Gesperrt. Noch mehr Panzerung für uns. Vino. Employees only. Können wir hier unten durch? Wir sind anscheinend jetzt in der Küche, das ist auch cool. Bloodlust. Der Almigurt. Wir bereiten uns hier aufs Almageddon vor. Ich auch. Sehen vermutlich alle hinter Godot her. Weil ich die Ratten alle schon ausgeschaltet habe. Alles ruhig. Statusbericht. Wir den ausschalten. Turns out we can. Wir sneaken uns hier mal schön durch. Auf den Brexit zu. Employees only, das wäre ja gelacht hier. Ich traue dem Frieden nicht.
ganz schön gruselig. Ich wüsste halt gern, was im ersten Teil passiert ist, aber ich. Auf Steam gibt es den Spaß leider nicht zu haben. Sie ist seit 12 Jahren da drin und schwebt im Dunkeln. Alma! Ich habe euch mit dem Sicherheitssystem aufgespürt. Vorsicht, da sind sehr viele. Geht in den Hauptschlafraum. Dort ist eine verborgene Tür. Mist, jemand stört das Signal. Alma! Diese Spastvögel, ey. Naja, die werden schon gesehen, was sie davon haben. Heute ist Sonntag, dann wird wahrscheinlich morgen Abend diese Folge hier online gehen. Gesundheit ist auf jeden Fall noch voll bei uns. Genevieve, der Aufsichtsrat hat ihren Bericht über das Massaker auf der Perseus-Anlage heute früh und die darauf folgende Krise im Hauptquartier in Fairport debattiert. Um ehrlich zu sein, das ist genau die unverblümte Art, zur Sache zu kommen, die wir von ihnen gewohnt sind, seitdem sie uns damals umgangen und die Kammer wieder geöffnet haben. Die Kosten ihrer geradezu monumentalen Dummheit und Arroganz sind zurzeit noch nicht abzuschätzen. Der Aufsichtsrat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass unsere gesamten Operationen in Fairport verloren sind und dass sie allein dafür verantwortlich sind. Ihre Ausflüchte und ihre Suche nach einem Sündenbock ändern nichts an der Tatsache, dass sie persönlich diese katastrophalen Handlungsanweisungen gaben. Bitte rechnen Sie in Kürze mit Ihrer offiziellen Kündigung. Corson Salyers. Na gut. Das heißt, die Alte hat wahrscheinlich auch nichts mehr zu verlieren.